Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Heute spielen wir den Latine Venatrix. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ist ja nicht so schlimm. Das ist auf jeden Fall ein Raptor. Und das letzte Mal, als ich den Raptor gespielt habe, das war, glaube ich, der Deinonychus, also ein anderer. Da gab es noch nicht das Pounce-Update. Das heißt, jetzt können wir endlich auch andere Dinos anspringen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt. Und wir sind wieder winzig und starten in die Welt. Und da sind wir auch schon. Und wir starten direkt mit einem Stunt, würde ich sagen. Oh Gott. Das war ein Fehler. Ich dachte, das Wasser schon da unten. Ups. Hat zum Glück nicht viel Schaden gemacht. Also Fallschaden ist halt nicht so krass beim Raptor. Der hat ja auch ein paar, oh, so ein paar Federn hat er. Damit kann er sich dann auch im Fall abfangen. Aber ich mache jetzt erstmal natürlich wieder Missionen. Und die beste Mission für uns ist Schildkrötenpanzer und Muscheln sammeln. Dafür gehe ich einfach mal hier vorne an die Küste. Da finden wir bestimmt was. Na, guck mal, hier sind direkt Muscheln. Und Schildkrötenpanzer sehe ich da auch schon. Also die Mission sollten wir super schnell erledigt haben. Ich denke mal, ich mache so 3-4 Missionen. Und dann sollten wir schon fast komplett ausgewachsen sein. Und dann haben wir auch, glaube ich, genug Coins, um uns die ganzen Fähigkeiten und so beizubringen. So, Mission 1 haben wir jetzt fertig. Und die nächste Mission ist Muscheln sammeln. Das geht hier auch wieder super schnell. Das ist übrigens ja auch ein sehr, sehr schöner Strandabschnitt. Auch die Mission haben wir fertig. Die Sonne geht so langsam unter. Und ich habe die ersten Attacken gelernt. Wir können jetzt nämlich einen neuen Biss. Der ist zwar ein bisschen langsamer als der normale Biss, aber der wird immer stärker, je öfter wir ein Ziel treffen. Das heißt, wenn wir in ein Ziel ranspringen und uns festkrallen und dann die ganze Zeit reinbeißen, machen wir mit jedem Biss, den wir landen, mehr und mehr Schaden. Das könnte, glaube ich, interessant werden. Und dann haben wir auch noch einen Vorwärtsschub. Damit können wir so ein bisschen nach vorne laufen. Die hört gerade irgendeinen Sound, oder? Aber auch noch nicht ausgewachsen, oder? Ist noch relativ klein. Aber ist natürlich hier am Meer direkt kein wirklicher Gegner für uns. Es beobachtet uns auf jeden Fall. Na, wir machen unsere Mission weiter. Hier in dem See trinken wir mal ganz schnell. Ich mache gerade sowieso so eine Mission, wo ich hier alles erkunden muss. Oh, ich höre hier fliegen. Hier muss irgendwo ein Kadaver sein. Das wäre natürlich gut. Dann können wir was essen. Ach, da unten in der Ecke. Ja, da gönnen wir uns doch mal eben. Sehr praktisch, dass wir den gefunden haben. Dieser Schub ist übrigens am besten, wenn man rennt und dann springt. Habe ich jetzt auch nicht gerade perfekt gemacht, aber ich zeige es euch gleich nochmal. Da kann man nämlich dann sehr, sehr weit springen. Der normale Sprung ist halt viel, viel kürzer. Verbraucht halt nur viel Ausdauer, da muss man ein bisschen aufpassen. Die Sonne geht endlich wieder auf und wir sind mittlerweile ganz ausgewachsen. Ich habe auch einen neuen Skin. Vielleicht wechsle ich den später auch nochmal. Ich hatte nur noch nicht so viele Coins, dass ich so viel Auswahl hatte. Und eine neue Attacke habe ich noch gelernt. Das ist ein Schrei. Der ist leider gerade auf Cooldown. Der hat 5 Minuten Cooldown. Aber wenn man den aktiviert, dann ist man tankier für 20 Sekunden. Das heißt, man kriegt 65% weniger Schaden. Das ist schon eine ordentliche Zahl.
schreit denn hier vorne? Ist doch irgendein anderer Raptor, oder? Da vorne kämpfen zwei andere Raptoren. Soll ich denen helfen? Ich helfe denen einfach mal. Ich weiß nicht, gegen was sie da kämpfen. Das ist, glaube ich, ein Alu, ne? Ne, das ist ein Metriacanto, glaube ich. Der hat diesen Hautlappen da am Hals. Ich bin auch vergiftet. Aber ich glaube, er ist schon sehr geschwächt. Ich bleibe einfach mal dran und beiß weiter. Da haben wir ihn. Und ich habe ein Rudel gefunden. Sehr cool. So, jetzt wird erstmal gegessen. Ich glaube, das Gift von dem Metria hat Ausdauer entzogen. Ihr hättet auch bei dem, wie heißt denn der noch? Megalania-Video. Da habt ihr reingeschrieben, dass das Gift gar keinen Schaden macht. Ich glaube, das entzieht nur Ausdauer. Also ist Gift nicht so stark, wie ich gedacht hätte oder gehofft hätte. Ist aber gut zu wissen. Danke für die ganzen Tipps immer in den Kommentaren. Ich nehme auch mal ein Fleischstück mit. Und dann folge ich meinem Rudel. Na, ist schön, dass ich jetzt nicht mehr alleine bin. Ich glaube, der hier ist auch ein Deinonychus, der linke. Ich glaube, ne, der hier ist meine Spezies, die ich auch spiele. Den Namen will ich gerade nicht aussprechen. Ich spreche ihn eh immer falsch aus. Na, ich warte jetzt einfach mal ein bisschen ab. Mal gucken, was passiert. Früher oder später werden wir hier in einen Kampf verwickelt. Da bin ich mir sicher. Da vorne kämpfen sie auch schon überall. Da bin ich doch dabei. Oh, ich glaube, es geht los. Oh nein, unser Mate. Wir müssen ihn rächen. Schnell hinterher. Rennt halt einfach weg. Er ist runtergesprungen. Okay. Ach, ich bin daneben gefallen. So ein Mist. Ich dachte, ich kann an ihn ranspringen oder so. Ah, mies. Gehen wieder hoch. Ah, der kennt auf jeden Fall den Felsen hier. Der wusste genau, wo er hingeht. Jetzt sind seine Freunde, glaube ich, da, so wie es aussieht. Ein Sucher und zwei Pachis.
Ja, die verteidigen ihn. Da können wir nicht viel machen. Das ist halt immer das große Problem auf dieser Wiese, ne? Da hast du immer Mixpacking. Ich wäre so gerne an ihn reingesprungen, an den Flugsaurier. Ich weiß nicht, ob mein Mate gerade kämpft. Der rennt auf jeden Fall weg vor irgendwas. Na, guck mal, der Sucho greift uns gar nicht an. Ah, die wollen vielleicht uns helfen. Vielleicht mixpacken die gar nicht mit dem. Ich hab keine Ahnung, ob wir da irgendwie rankommen an ihn. Also ein Sprung von hier wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig. Vielleicht von hier aus? Aber er ist halt wahrscheinlich zu hoch, ne? Wenn ich da rechts bin, ist er zu hoch. Ach, guck mal, mein Mate hat's geschafft. Ich habe es wieder nicht geschafft, aber ich wollte mich auch festbeißen. Das Problem ist, wenn man pouncen will, also so sich festbeißen will, dann macht man gefühlt nochmal so einen Satz nach vorne in der Luft. Also so ein bisschen. Und dadurch bin ich jetzt zu weit geflogen. Ich gehe mal hier auf diesen Felsen. Vielleicht schaffen wir es ja von hier rüber zu springen auf ihn. Hat auch nicht geklappt. Vielleicht hat er auch Anti-Pounce. Vielleicht kann man den gar nicht anspringen. Das kann auch sein. Oh, wo ist denn der Sucho hin? Ist der runtergefallen? Ja, der Sucho ist runtergestürzt. Ja, wir können ihn halt nicht facetanken. Das ist das große Problem. Wenn er sich ein bisschen seitig dreht, versuche ich nochmal zu springen. Oh, jetzt vielleicht? Ja, wir können hier nicht pouncen, da bin ich mir jetzt sicher. Das ist natürlich doof. Ich weiß nicht, was wir dann machen sollen. Also wir können ihn dann halt immer nur so ein paar Mal beißen. Das bringt halt nicht viel. Wenn er uns beißt, sterben wir halt direkt. So, nächster Versuch. Ich benutze meinen Schrei, dass ich nicht so viel Schaden kriege. Dann gehe ich rüber. Er hat auch nicht geklappt. Wow. Ich bin gegen ihn gesprungen. Ach, so ein Mist. Ah, hier ist ein Stego. Oh, der greift sogar an. Oder ist einfach nur gegen mich gelaufen. Ich will eigentlich gerade keinen Streit mit dem anfangen. Oh, der will echt kämpfen. Oha. Ja dann. Los geht's. Ich wollte ihn eigentlich seine Mission machen lassen. Er kann es leider treffen hier hinten. Ein bisschen tanken können wir es noch. Aber er blutet auch stark. Wir bluten halt auch. Ich heile kurz die Blutung. Die Blutung ist schon geheilt. Dann ab hin da. Er darf seine Blutung nämlich nicht heilen dürfen. Er hat seinen Schlag aufgeladen. Oh nein, er kriegt Besuch.
Dein Kumpel ist da, glaube ich. Das ist der, der gerade an der Klippe war. Hilft ihm jetzt, wie es aussieht. Aber wir lassen ihn einfach ausbluten, würde ich sagen. Müssen einfach nur ausweichen. Hä, der hilft jetzt uns? Ich verstehe das hier nicht. Dieses Gruppengeschnetzel. Der Stego wird auf jeden Fall down gehen. Oh nein. Da kommen noch mehr. Ja, diese Wiese hier, ey. So chaotisch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss erstmal ein bisschen healen, glaube ich. Ja, hier ist wieder noch ein anderer Raptor. Oh, mein Mate stirbt hier fast. Den holen wir uns. Jetzt ist es Zeit. Er ist halt schneller als wir, aber geht wieder zu seinem komischen Felsending da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Versuch's nochmal, ich werde wahrscheinlich jetzt drauf gehen. Ich habe ihn ein paar Mal gebissen, ohne dass er mich getroffen hat. Hat leider nicht geklappt. Und nächster Versuch. Ah, shit. Auch nicht geklappt. Jetzt sind wir zu zweit da. Haben ihn gut gebissen. Und wieder hoch. Oh, er ist runtergefallen. Jetzt müssen wir drauf. So aggressiv wie möglich. Eigentlich müssen wir auf seinen Felsen gehen und ihn runterblocken da. Hat sich einen anderen Felsen gesucht diesmal. Der ist größer, der Felsen. Das könnte gut sein für uns. Oh, er springt wieder runter. Ich tanke ihn ein bisschen. Einfach reinhacken. Sehr schön. Mission erfolgreich.
Da gönne ich mir jetzt einen Snack. Oh, ich muss auch was trinken, sehe ich gerade. Meine Raptorrudel hat sich schon das nächste Opfer ausgesucht. Ein Spinosaurus. Sieht aber auch nicht so aus, als wenn man den pouncen kann. Ist halt immer blöd. Einer unserer Mates ist gestorben. Ich weiß auch nicht, ob das hier so klug ist. Aber ohne Pouncen ist das halt echt schwer. Der nächste Mate hat auch nur noch ein HP. Mit diesem Speedbuff geht das ganz gut, da reinzuspringen. Ich habe keinen Ausdauer mehr. Oh, da kommt ein Basboldia und ein Lambeo, glaube ich. Die greifen den nicht an, oder? Ja, ich hänge auch dran. Wir haben ihn. Flieg mit mir, los! Nicht ins Wasser, bitte. Das ist so witzig, dass man das machen kann. Okay, ich dachte schon, der wirft mich jetzt ins Wasser. Ich spring mal lieber ab. Das war cool, dankeschön. Oh, das ist der Megalania wieder. Ich habe mich jetzt mal von meinem Rudel getrennt, weil die sind die ganze Zeit da vorne in dem Chaos. Aber ich schaue jetzt einmal beim richtigen Chaos vorbei, nämlich beim Krater.
Gucken, was hier abgeht. Hier ist wahrscheinlich ordentlich was los. Ja, okay. Das ist der Krater, wie ich ihn kenne. Ein Massengemetzel. Alle möglichen Spezies, die sich gegenseitig zerhacken. Meint ihr, ich kann hier was essen? Das hier ist meine neue Gang. Einmal alle großen Fleischfresser zusammen. Und die scheinen ja alle gerade sehr friedlich zu sein. Überall um mich herum stehen andere Dinos. Na, vor uns ist ein T-Rex. Ich weiß halt nicht, ob der Anti-Pounce kann. Wenn er Anti-Pounce kann, dann habe ich keine Chance. Müssen wir jetzt wahrscheinlich schmerzlich rausfinden. Versuch's aber auf die sicherste Art und Weise zu machen. Voll daneben gejumpt. Ist halt immer schwer, wenn man bergab springt. Ja, wie kriege ich jetzt raus, ob ich pouncen kann? Man weiß es halt immer nicht, ob man richtig getroffen hat. Pouncen. Bin mir aber echt noch unsicher. Wir müssen es halt weiter probieren. Es nützt ja nichts. Es wäre irgendwie cool, wenn man das sehen könnte, zumindest, ob die Anti-Pounce haben oder nicht. Also auf Hügeln und Schrägen ist es so schwer, den gut anzuspringen. Ich ziehe ihn halt einfach so. Ich habe bis jetzt auch keine Tail Attack oder so gemacht. Bleibe ich einfach in seinen Beinen drin. Vielleicht kann er noch keine Tail Attack. Okay, da hat er mich getroffen. Ich bin fast down. Ich will trotzdem wissen, ob ich pouncen kann. Ich werde es probieren. Okay, ich kann es definitiv nicht. Er will sich auch hinlegen. Schnell hin. Keine Zeit geben. Reinbeißen, dass er weiter blutet. Schön hinter ihm bleiben. Muss halt echt immer aufpassen, wenn die stehen bleiben und man noch so weiterläuft.
Er macht jetzt Precise Movement rückwärts. Er will mich halt austricksen damit. Ah, oh nein, das ist immer so blöd, wenn man dann vor die so festhängt an den Beinen. Oh, shit. Das hat er gewonnen. Das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge von Path of Titans gewesen sein. Hat sehr viel Spaß gemacht. Allerdings ist es echt schwierig, als Raptor alleine zu kämpfen. Gerade wenn die dann Antipowns und sowas haben, die anderen Dinos, wenn man die nicht anspringen kann. Am Krater habe ich es ja auch ausprobiert im Rudel, das ging wesentlich besser, aber es macht halt nicht so viel Spaß am Krater zu kämpfen, weil dort halt immer, oder auf dieser Kraterwiese davor, weil da sind halt immer ganz viele Mixpacker und alle mischen sich ein und so. Und ich finde, das macht immer so ein bisschen dieses Kampffeeling kaputt. Aber ich hatte dennoch sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und falls euch Path of Titans gefallen sollte, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein. Euer Dandy.